Mit dem Mindset können Sie Abschlusstechnik machen. Ohne dieses Mindset ist die beste Technik wirkungslos. Kommen wir zum heutigen Thema. Abschließen ist gewinnen. Abschließen ist gewinnen. Sie bekommen meine drei besten Abschlusstechniken, die ich habe. Die sind ziemlich gut, aber ich glaube, noch viel wichtiger ist das, was ich außerdem über Abschließen und Gewinnen sage. Wisst ihr, wenn die meisten Trainer, Verkaufstrainer, über Abschließen sprechen, Abschlusstechnik, dann klingt das so, als hätten die das L vergessen. Als reden die von Abschießen. Als gäbe es eine Methode, dann habe ich den Kunden. Das ist absolut nicht meine Philosophie. Ich glaube, es geht um Gewinnen. Und zwar nicht um Siegen. Was ist der Unterschied zwischen Siegen und Gewinnen? Ist ein Wortspiel, kann man wahrscheinlich austauschen, aber ich will damit was Bestimmtes sagen. Besiegen tun wir einen anderen und gewinnen tun wir gegen uns selbst. Als Wortspiel. Damit Sie wissen, was ich meine. Es geht darum zu gewinnen und das hat mit uns selber zu tun. Also abschließen, nicht abschießen. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Abschlusstechnik, abzuschließen, gewinnen, hat zu, was glauben Sie, wie viel Prozent mit uns zu tun und wie viel Prozent mit dem Kunden? Was glauben Sie, wie viel Prozent hat es mit uns zu tun? Bitte? Sehr gut, 95% mit uns. Nur 5% mit dem Kunden. Da werden Sie jetzt, wenn Sie keine Ahnung haben vom Verkauf und von diesen Dingen, werden Sie sagen, ho, 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 ho. Also schon muss der Kunde ja noch unterschreiben. Da ist 5% ein bisschen wenig. Und ich sage Ihnen, 95% liegt in uns. Woher weiß ich das? Weil derselbe Kunde von einem anderen abgeschlossen wird. Wer ist also anders? Nicht der Kunde. Der Verkäufer ist der andere. Und warum ist der anders? Weil der eine andere Einstellung hat. Weil der ein Gewinner ist innerlich. Und der andere ist eben kein Gewinner. Der ist ein Zweifler. Das ist das Gegenteil von einem Gewinner. Jetzt gehen wir richtig ins Eingemachte. Überlegen Sie doch mal bitte, wer von Ihnen möchte gerne größer sein, als er jetzt ist? Größer, als er jetzt ist. Schöner, stärker, erfolgreicher. Dann haben wir hier der, der wir heute sind. Und dann ist dann der, der wir sein möchten, sein könnten. Okay? Jetzt die Frage, wenn wir ein Ideal von uns haben, dann haben wir das ja nicht erst seit heute. Das haben wir schon ein bisschen länger. Warum sind wir der denn noch nicht? Warum sind wir der? Das ist nicht despektierlich gemeint, das gilt für mich ganz genauso. Ich bin auch der und könnte der sein. Warum sind wir noch nicht der? Weil es dazwischen eine Lücke gibt. Zwischen den beiden gibt es eine Lücke. Und die Frage ist, wie wir diese Lücke füllen. Das hier wird nicht automatisch gefüllt. Das ist nicht eine Frage, wie wir geboren wurden, unserer Gene. Nicht eine Frage unserer Situation, nicht eine Frage unseres Geldes, unserer Gesundheit. Das, was wir hier reintun, ist nicht vorherbestimmt durch Umstände, durch Gene, durch irgendetwas sonst, sondern wir haben immer die Macht zu entscheiden und wir haben nur zwei Möglichkeiten, womit wir das füllen können, wenn man es vereinfachen möchte. Nur mit zwei einzelnen Dingen können wir es füllen. Mit Selbstvertrauen, oder mit Zweifel. Überlegen Sie mal, wie einfach das ist und wenn das stimmt, wie genial, um das zu verstehen. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Und immer wenn wir die Lücke nicht mit Selbstvertrauen füllen, dann füllt sie sich automatisch mit Zweifel. Das ist eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis. Immer wenn wir nicht an unserem Selbstvertrauen arbeiten, dann füllt sich die Lücke automatisch mit Zweifel. So ist die Natur. Da ist kein Vakuum vorgesehen. Wenn wir nicht aktiv Selbstvertrauen da reinbringen, füllt sich die Lücke mit Zweifel. Selbstvertrauen macht uns größer, macht uns mehr zu dem, der wir sein wollen. Zweifel hält uns klein. Macht uns noch kleiner, als wir jetzt im Moment sind. Wenn wir die Lücke mit Selbstvertrauen füllen, wenn unsere Antwort also Selbstvertrauen ist,
Wenn unsere Antwort Selbstvertrauen ist, dann bekommen wir Motivation. Wenn wir Motivation haben, dann wollen wir handeln. Stimmt's? Und wenn unsere Antwort aber Zweifel ist, dann baut sich etwas auf, das heißt innerer Widerstand. Und daraus folgt Aufschieberitis. Dann tun wir die Dinge nicht. Innerer Widerstand lässt uns zögern, also Aufschieberitis. Wisst ihr, was das große Problem ist? Das große Problem ist, dass wir denken, die Probleme liegen außerhalb von uns selbst. Die Probleme liegen zu 95% immer in uns, in Ihnen und in mir. Und das, ich glaube, das können Sie nachvollziehen, das ist eine lebenslange Aufgabe, das zu akzeptieren, auch für mich. Wir kommen immer wieder in neue Situationen, wo wir sagen, nee, das ist jetzt aber doch eindeutig außerhalb von mir. Das ist einfach scheiße. Nein, 95% davon liegt in mir. Wie gehe ich damit um? Immer. Und so ist es auch im Verkauf. Das müssen wir wissen. Das eigentliche Problem ist, dass wir denken, das Problem ist außerhalb von uns. Wir sind das Problem und jetzt kommt das Entscheidende und nicht der Kunde. Wir sind das Problem, nicht der Kunde. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, sonst kommen wir nie so richtig, richtig weit. Übrigens ist das ein Wortspiel. Abschließen kann man ja als Abschlusstechnik, aber auch abschließen zu Ende bringen. Wir haben ein Verkaufsgespräch nur zu Ende gebracht, wenn wir es abschließen. Dafür müssen wir durchhalten. Und das, was wir wirklich tun müssen, worin wir wirklich durchhalten müssen in unserem Leben, ist ein lebenslang unser Selbstvertrauen aufzubauen. Das ist das größte Durchhalten, das wir machen können. Selbstvertrauen aufbauen. Einer der besten Verkäufer, den ich kenne, ist Sir Richard Branson. Der hat nie ein Verkaufsseminar besucht. Der kann das alles nicht, was Sie hier lernen. Aber er hat ein Selbstvertrauen, das im Verkauf berstet und er hört nicht auf. Der belabert eine Frau am Lagerfeuer in Afrika, die sagt, ich habe den Wunsch, irgendwann mal ins Weltall zu kommen. Da belabert er die, obwohl die kein Geld hat, für 200 und noch was 1000 Pfund einen Trip zu buchen in seiner Rakete, die er erst noch bauen muss. Und im Morgengrauen hat die unterschrieben. Und dann fragt man den Sir Richard, die 200.000, da kannst du dir doch nicht drauf ankommen. Warum machst du das? Warum schenkst du das der Frau nicht? Sagt er ganz einfach, jetzt muss die für das Ticket sparen. Und das wird ihr Leben verändern. Und die kann das. Der glaubt das wirklich. Ist das nicht ungeheuer, was das alles ausmacht? Abschlusstechnik, drei Voraussetzungen. Erstens, wir entscheiden für den anderen. Wir müssen verstehen, es geht nicht darum, den anderen zu einer Entscheidung zu bringen, ihn zu dem Punkt zu bringen, dass er jetzt entscheidet. Sie müssen, Achtung, das Selbstvertrauen haben, zu sagen, und das meine ich wortwörtlich, ich weiß besser als der andere, ob er es machen sollte oder nicht. Sonst werden Sie nie ein wirklich guter Verkäufer. Überlassen Sie es nie dem anderen. Nie. Das ist nicht Respekt, das ist Zweifel. Lassen Sie mich Ihnen das so deutlich sagen. Sie entscheiden, ob der andere kauft. Sie entscheiden das. Und dann aber mit dem Wissen, der andere braucht die Hilfe und ethisch. Und unter ethisch meine ich drei Dinge. Sie stehen erstens total hinter dem Produkt. Sonst ist das natürlich ein Verbrechen, sowas zu tun. Sie stehen total hinter dem Produkt. Zweitens, Sie verstehen den Kunden, sie wissen, was der Kunde braucht. Sie haben die tiefe Empathie, sie verstehen den und wissen, der braucht das. Und drittens, sie entscheiden dann auch in seinem Sinne. Und dazu gehört für mich auch zu sagen, ich würde es an ihrer Stelle nicht tun. Aber sie entscheiden. Entscheiden bedeutet nicht auf jeden Fall abschließen. Hallo? Das wäre Manipulation. Entscheiden bedeutet, sie entscheiden in seinem Sinne. Sie trauen sich zu, aufgrund eines überberstenden Selbstvertrauens, eine bessere Entscheidung treffen zu können als der Kunde selber. Und dann treffen sie die Entscheidung und bringen ihn dahin. Dann, mit dem Mindset, können sie Abschlusstechnik machen. Ohne dieses Mindset ist die beste Technik wirkungslos. Und nochmal, dafür brauchen wir Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Und auch das Selbstbewusstsein. Ich bin Verkäufer.
Das Bewusstsein, ein Verkäufer ist jemand, der die Entscheidung trifft, nicht der zur Entscheidung führt.